Willkommen zurück zu Shadow of the Tomb Raider. Ja, in der letzten Folge haben wir hier den Monolithen entdeckt. Hier. Hier war ja einer. Der hat uns hier vorne zum Schatz gebracht. Genau hier. Und ja, jetzt haben wir hier eine Mission, die wir jetzt einmal machen werden. Da begebe ich mich dann auch jetzt sofort hin, bevor wir irgendwas anderes machen. Muss ich erstmal gucken, wo muss ich denn lang hier? Ich habe gerade einen leichten Schluck auf. Was ist der Typ denn hin? Stop da rum. Vaya tumulto el que se formó allá abajo. Was sagt da irgendwas Neues? Nein, nicht empfangen. Es wäre großartig, diese Diebe loszuwerden. Ja, was Neues sagt da nicht, alles klar. Und ich gebe natürlich ein Flugzeug. Ja, gib mal ein Flugzeug. Hier kommen nur selten Touristen her. Ich bin keine Touristin, meine ich. Ich bin Forscherin. Oh. Oh. Tja. Du hättest diesen Ort mal vor 20 Jahren sehen sollen. Er war so voller Leben und so optimistisch, was die Zukunft betrifft. Pff, optimistisch. Naiv trifft es wohl besser. Was ist passiert? Porvenir ist passiert. Eine große Ölfirma aus Lima. Sie kamen her, kauften die Stadt auf, gaben allen Arbeit. Sie wollten sogar Wohnungen über den Fluss bauen. Dann ging alles den Bach runter. Der Ölcrash. Ja, und sieh uns jetzt an. Schade, dass du keine Touristin bist. Touristen bringen Geld. Archäologen nehmen nur. Nein, ich bin nicht so einer. Okay, ich stehe da mal nicht hin, aber ich gehe trotzdem mal hier entlang. Einst wurde die Stadt von dem wachsamen Auge des Kondors beschützt. Doch wir ließen zu, dass der Adler ihn vertrieb. Ich verstehe nicht ganz. Ja, ich auch nicht. Manchmal gehen Sachen im Laufe der Zeit verloren. Wir dachten, Geld würde uns glücklich machen. Aber der Adler nahm auch das. Charakter aktualisiert. Ein Adler, okay. Nein, das ist ja. Ich glaube nicht, dass ich das kann, Bancho. Mach schon, ist ganz einfach. Du nimmst ihn und steckst ihm den Böller in den... Du weißt schon. Hat der sowas überhaupt? Wie soll er sonst scheißen? Nein, ich will das nicht tun. Das ist fies. Sprengen wir doch ein paar Ananas. Senor Javier, dass wir ein neues Haustier haben. Okay. Cool. Okay. Krypta entdeckt. Erkunden Sie Krypten und enthüllen Sie Ihre Geheimnisse. Na, ja, dann Abmarsch, ne? Bin ja mal gespannt, wo ich hier hinkomme. Okay, hier kann ich runterspringen. Was ist das? Ich glaube, da komme ich zurück, ne? Ja, da komme ich zurück, aber hier liegt noch was. Ach, Gold. Noch mehr Gold. Jemand hat den Weg verbarrikadiert. Oh, Molotov-Cocktail. Durch Halten Sie und ein Molotov-Cocktail herzustellen, benötigt ihr eine Flasche mit Stoff. Ja.
Okay. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass das so einfach ist. Wofür habe ich denn sonst hier Überlebensinstinkte? Ach, eine Archivarkarte, sehr schön. Wieder was Neues entdeckt. Da Dokumente, Dokumente, da ist noch was. Ein Relikt, okay. Dokument, Dokument, da ist ein Dokument, da ist noch ein Relikt, alles klar. Muss ich nochmal gucken, von wo kam ich? Von hinter mir, alles klar. Mein Handy vibriert die ganze Zeit, ey. Möge Vaders Wunsch nach Macht gestillt werden, wenn wir ihm in die jenseitige Welt folgen. Das ist eine Gedenkstätte. Ich sollte hier vielleicht nicht so schnell herlaufen. Man weiß ja nie, ob hier irgendwo eine Falle ist. Hier geht's wohl nicht weiter. Oh, Scheiße! Au. Ja gut. Ich wollte nur gucken. Okay, wenn das hier nicht weitergeht, dann muss ich einen anderen Weg finden. Wenn es überhaupt einen gibt. Hier geht's wohl nicht weiter. Aber man muss da doch herkommen. Ich müsste da dran vorbei und dann da dran vorbei. Ich weiß aber nicht, ob ich das hinkriege. Anders sehe ich aber keinen Sinn da drin. Fühlt man nicht abgefackelt, alles klar. Dann müsste ich höchstens springen. Oh, Scheiße! Doch einfacher als ich dachte. Hust, hust. Dieser Raum hat sich besser gehalten als der Rest der Höhle. Neuen Ort entdeckt. Sarkophag. Oh, ich habe einen Sarkophag gefunden. Überreste, 7 Meilenstiefel. Einige Outfits gewinnen Gameplay-Vorteil, wenn sie getragen werden. Wechseln Sie das Outfit im Basislagern. Muss erstmal gucken, wie ich da wieder rauskomme. So, wie komme ich hier wieder raus? Da hätte ich glaube ich mit E. Okay. Ja, da fällt man auch nur runter so. Na gut, da kann man hochklettern. Da kann man hochklettern, alles klar.
mal gucken. Müsste hoffentlich gehen. Ja. Das habe ich zum Beispiel nicht gesagt. Gut. Egal. Achso, von da kam ich. Man sieht halt überhaupt nichts. Guck mal, kann man da noch klettern? Ich glaub nicht, dass ich das kann, Bancho. Sie zwingen unsere Kinder zur Arbeit. Ich weiß, armer Pablo. Ich habe dich hier noch nie gesehen. Ich bin neu hier, bleibe aber nicht lange. Lass dich nicht täuschen. Das hier ist ein guter Ort. Schwierig, aber gut. Dein Garten hat den Sturm wohl überlebt. Durch Glück und harte Arbeit. Wir haben ihn gemeinsam angelegt, also haben ihn auch alle geschützt. So, dann. Ja, sind, hier ist ein Dokument drin. Da liegt eins. Was? Ja, gut, besser. So. Miss Ortiz, danke für Ihre kürzliche Anfrage. Anhand der Proben, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben, wurde ein Wasserqualitätsindex WQI der Flussgebiete nahe dem Dorf Kuwak-Yaku erstellt. Die Auswertungen zeigen, dass die Qualität als schlecht eingestuft werden sollte, da maßgebliche Faktoren wie Verschlammung, chemische Verschmutzung und Schwermetallbelastung festgestellt wurden. Sowohl Trübungen als auch Feststoffe überschreiten die ökologischen Grenzwerte. Wasser mit einer hohen Trübung ist nicht als Trinkwasser geeignet und die große Menge an Feststoffen bedeutet, dass es auch nicht zur Bewässerung verwendet werden kann, da dies zu einer Schädigung der Böden führen würde. In den betroffenen Flussgebieten wird darüber hinaus höchstwahrscheinlich kein Fischfang mehr möglich sein, was sich wiederum negativ auf die Existenz der Einwohner auswirken wird. Des Weiteren lag der pH-Wert im hohen alkalischen Bereich, während der chemische Sauerstoffbedarf ebenfalls die Grenzwerte überschritt. Beides Indikatoren für eine chemische Verunreinigung des Flusses. Wasser mit einem hohen pH-Wert, hartes Wasser, ist korrosiv und kann sowohl Rohrleitungen als auch Kleidung angreifen. Hohe Fluoridwerte im Wasser erhöhen das Risiko, an Leiden wie Zahn- oder Skelettfluorose zu erkranken. Darüber hinaus stellen pathogene Bakterien wie Salmonellen ein akutes Gesundheitsrisiko für die einheimische Bevölkerung dar. Genau, so und nicht anders. Muss ich ja auch noch klettern, etc. Ich will dann schreien. Oder hatte ich den schon? Ne, den hatte ich noch nicht. Dies ist eine Huldigung Supais, des Totengottes und Herrschers über Uku Pacha, die Unterwelt der Inka. Er wird angefleht, mit seiner Legion aus Dämonen an diesem Ort zu erscheinen, wo ihn die Einheimischen mit Gedichten über seine Erhabenheit und Opfergaben in Form von Speisen und Getränken ehren werden. Indem sie ihm auf diese Weise den Respekt zollen, den er verdient, beten die Einheimischen dafür, dass er nur jene zu sich holt, bei denen es unumgänglich ist und anderen ihrer Gemeinschaft nicht unnötig schadet. Dann halten wir das jetzt auch und dann gehen wir mal weiter. Nein, hier ist nichts mehr.
Was ist das? Oh mein Gott. Bitte, hilf mir. Bist du okay? Die sind hinter mir her. Bist du Pablo? Ja. Alles okay. Dein Vater schickt mich. Er ist bei Abby. Geh hin und triff ihn dort. Die Typen übernehme ich. Danke. Vielen, vielen Dank. Oh. Erstmal 5 Stunden umarmen. Boah, wow, was für eine Schneise, der in den Schlamm gemacht hat. Banditensorgen. Die Einfachschütze in der Krypta. Oh. Das klingt gar nicht gut. Tut mir leid, ich weiß nicht, was du noch von mir willst. Motivation fürs Klassenarbeit ist schwierig. Oh, es gibt sicher einen Weg, sie zu motivieren. Scheiße. Was ist in ihm gefahren? Wir waren immer 10 Leute pro Woche. Ich glaube, es ist sein Bruder. Immer Gewerkschaft hier, Gerechtigkeit da. Bla, bla, bla. Bla, bla, Scheiß bla. Schneeflocke. Sind das die Funde überhaupt wert? Auf dem Schwarzmarkt, definitiv. Stimmt. Fast 100% Aufschlag, egal was wir besorgen. Der Generator ist wieder kaputt. Reparier ihn. Leck mich. Ich weiß nicht, was für ein Geräusch das jetzt war. Ich hoffe, nichts Schlimmes. Blödes Scheißteil. Mein OBS zeigt mir auf jeden Fall an, dass er noch am Aufnehmen ist. Drecksgenerator, warum geht der ständig kaputt? Irgendwas stimmt hier nicht. Suche einleiten. Gehen wir. Ziehen wir es durch. Vielleicht da. So ganz geklappt, wie ich wollte, aber okay. Das war ganz okay. Zum Dorf. Wie, das war's schon? Na gut. Oh, hier. Pack deine Sachen und geh zurück ins Dorf. Sei gesegnet. Danke. Okay. Medizinische Pflanzen dienen der Heilung, ja. Stimmt. Da sind nur diese Dinger. Okay. Mhm. Weiß nicht, wofür das Seil ist. Na, mal gucken, da ist ein Seil. Ja, aber wofür ist das Seil? Ich weiß es nicht. Da hinten ist was. Ist aber nicht viel hier. Hier liegt nur eine Sache. Gummimesser. Das ist eine billige Plastikkopie der Messer, mit denen während des Inti Raymi, dem Fest des Sonnengottes, traditionell Lamas geopfert wurden. Gelegentlich wurden diese Messer außerdem für Trepanationen benutzt.
Die Inka glaubten, bestimmte Krankheiten könnten geheilt werden, indem man ein Loch in den Schädel bohrt, um den Druck zu verringern. Mhm. Hört sich ein bisschen schmerzhaft an. Es wird hier nichts mehr außer diese komischen Hosen. Hoppala. Na. Irgendwas muss doch mit. Da ist nichts und da oben. Hoppala. Aber komme ich so weit? Schade. Oder komme ich, womit noch, wenn ich da gucke. Okay, wie kommt man da hin? Ah, anscheinend habe ich das Relikt schon gefunden, ne? Ja, irgendwie muss man da doch rauskommen. In dieser Folge gucke ich nochmal, ob man da vielleicht irgendwie weiterkommt. Aber eigentlich muss man ja hier weiterkommen. Aber muss es hier einen Weg nach oben geben? Ja, gibt es auch. Ich habe da nämlich die weiße Wand gesehen. Ein bisschen was. Und dafür ist jetzt das hier. So. Wände will ich gerne alles entdecken. So, jetzt habe ich. Habe ich jetzt eigentlich diesen bekloppten Oma mit umgebracht? Das sieht ein bisschen ekelhaft an. Für das Ding habe ich ja schon. Hast du ihn gesehen? Pablo? Ja, er lief rüber zu Abby. Gut, ich hoffe, er ist okay. Aber natürlich, ich habe ihn zurückgebracht. Ich habe dich hier noch nie gesehen. Ich bin neu hier. Bleibe ab. Ja, ich habe nichts getan, ja? Brauchst mich nicht anmopsen. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. ¿Cómo te fue hoy? Der Dschungel nimmt sich, was er will. Es ist schwer, ihm Geheimnisse zu entlocken. Aber ich habe eins gefunden, glaube ich. Wirklich? Das Dorf hat viele Schichten. Zieht man eine ab, stößt man auf die nächste. Und noch eine. Es scheint eine lange Geschichte zu haben. Manchmal frage ich mich, ob es in irgendeiner Form schon seit dem Anbeginn der Zeit hier war. Du bist anders als die anderen. Welche anderen? Na, alle. Männer, die nach Öl und Gold suchen. Und alles mitnehmen, was sie tragen können. Okay. Was ich mir gerne angucken möchte, wäre dieses Relikt einmal. Wegpunkt setzen.
wollen hier fast alles halt. Oh, falscher Knopf. Okay. Da ist ein Relikt. Kegelform. Eine Gussform aus Eisen. Diese konische Gussform aus Eisen wurde hauptsächlich in den 60ern und 70ern genutzt, um kleine Goldbarren zu gießen. Ihre einzigartige Form sorgt dafür, dass sich das Gold am Boden absetzt, wodurch es von Unreinheiten befreit wird. Plus ein Fähigkeitspunkt. Sagst du was Neues? Ich wette, sowas hast du noch nie gesehen. Das ist mein letzter. Die anderen habe ich diesem Kommandanten verkauft. Er war ein bisschen schwierig, hat mir aber alle abgenommen. Okay. Das kannte ich schon. Oh, wie viele Punkte habe ich denn? Drei Fähigkeitspunkte. Sehen Sie Fallen mit Überlebensinstinkt, ja, das auf jeden Fall. Sehen Sie die Herzen? Oh nein, die Herzen will ich jetzt nicht sehen. Eile des Affen, nehmen wir. So. Was haben wir im Inventar? Nein, nicht Fähigkeiten. Ich möchte im Inventar gucken. So. Outfit. Was habe ich denn Neues gefunden? Das waren die 7-Meilen-Stiefel, ne? Sieben Meilenstiefel aus dem Besitz eines legendären Händlers, der damit angeblich dreimal um die Welt gereist ist. Eingenähte Goldtalismane ermöglichen das Sammeln von mehr menschengemachten Ressourcen aus jeder Quelle. Und das hatten wir ja schon mal. Gut. Kann ich jetzt eigentlich, was ist das hier? Ausrüstung. Seil. Spule mit geflochtenem Seil. Ein Abseildraht. Da kann ich nichts Neues. Da kann ich nichts aufbessern und da kann ich nichts aufbessern. Da ist er schon. Okay. Pablo hat von dir erzählt. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, außer danke. Schon okay. Vor vielen Jahren, als mein Großvater noch ein Junge war, kamen Männer und wollten die Wildnis rund um das Dorf abholzen. Keiner hat sich gegen sie aufgelehnt. Nur mein Großvater. Ein 15-Jähriger stand mit einer leeren Waffe da und hielt Maschinen und Männer auf, die doppelt so groß waren. Manchmal kann der Mut von einem die Feigheit von Dutzenden aufwiegen. Ich habe noch seine Waffe von damals. Ich möchte sie dir geben, als Zeichen des Muts und meiner Dankbarkeit. Solltest du sie nicht Pablo geben? Mein Junge will Arzt werden, wie seine Mutter. Sag, wie heißt du überhaupt? Lara. Ich habe jetzt eine neue Geschichte, Lara. Nochmals danke. Keine Ursache. Flussfalke, neue Ausrüstung erhalten. Durchschlagskräftige Pistole, die enormen Schaden verursacht. Reden die miteinander? Nö. Mission abgeschlossen. Banditensorgen. Muss ich die irgendwie ausrüsten oder so? Ah, ja. Die ist ausgerüstet jetzt schon.
Okay, das kann ich noch nicht. Die Waffe ist jetzt komplett ausgerüstet. Hoppala, Schluck auf. Aber wie es weitergeht mit der Hauptstory, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.